Top 10 Spiele bei Mozilla. Heute Top Spiele zum Entspannen. Wenn man nach Hause kommt, will man sich erstmal entspannen. Und das sind die Spiele, die dafür gedacht sind. Nummer 10. Stronghold HD Classic. Wir hatten in der anderen Folge Stronghold Crusader. Es ist ähnlich, aber das ist deutlich mehr zum Entspannen und ruhig sein. Genießt den Trailer. Life in the old castle. Happy times them were. The people were all so much friendlier. Oh, and how we feasted. And courted the fair maidens as well. There was work, of course, sharpening our minds. Making us strong. But mainly, I remember it as a happy time. Ah, yes. And then there were the neighbors. Stronghold 1 HD. Das war's mit Stronghold. Ein gutes Spiel. Sehr empfehlungsreich und kostenlos. Nummer 9. Asphalt 8. Ein Spiel fürs Handy. Ein einfaches Rennen, wo man einfach fahren muss und ja, ist schön zum Entspannen, aber man kann sich da auch richtig auflegen. Von Gameloft. Gangster Vegas ist Nummer 8. Eine App für iPad, iPod, Handy, ähnlich wie GTA, aber einfacher zu steuern und zum Entspannen. Und wieder von Gameloft. Gangster Vegas. Nummer 7. WoT. Aber nur für Spieler, die das gut spielen. Spieler, die das schlecht spielen, haben großen Pech. Denn das Spiel ist sehr kompakt und sehr schwer zu steuern und ist ein sehr schweres Spiel, muss ich einfach sagen. Man muss viel denken. Man muss Taktik wissen. Man muss einfach alles wissen. Aber ich lasse euch mit dem Trailer. Guckt ihn euch an. Ist cool. Yeah.
Tanks. Wiederholt nur für sehr gute Spieler gedacht. Für schlechte ist es auch schlecht. Von Wargaming. Also Firma. Nummer 6. Hey Judea heißt Herr der Ringe, Legenden von Aragorn. Oder Urgent Quests auf Englisch. Ich lasse euch jetzt wieder mit dem Trailer. Genießt ihn. Long ago, legend spoke of a hero. A warrior that stood against the tides of darkness and fulfilled a great destiny. His name was Aragorn, and he fought to save our world. Now you can take up his sword and forge into battle. Or team up with a friend and fight the forces of evil together. Wield the sword. Live the adventure. Become the legend. The Lords of the Rings, Aragorn's Quests. Nummer 5, Sleeping Dogs. Ähnlich wie GTA oder GTA San Andreas, aber es handelt in Hongkong. Das Spiel ist schwierig, cool, aber man kann sich auch ein bisschen dabei entspannen, aber nur ein bisschen. Deshalb hat er eben nur dem 6. Platz verdient. Endlich. Guck dem Trailer. Jackie Ma, I'm in. Find a way to make him trust you. We want the Red Pulls, the Lieutenants, all of them. Do whatever it takes. Our brotherhood pays our enemies with pain, suffering, and death. None suffers more than a traitor. We're cops. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. You've crossed the line, Wade. Sit down and shut the fuck up. Whatever it takes, you remember that? The dead are coming! Run! Crap. This is insane. Eigentlich wollte ich dieses Spiel nicht nehmen, weil es sehr wenig zum Entspannen ist, aber es ist ein sehr gutes Spiel und es gibt auch Missionen, wo man sich entspannen kann. Nummer 4, Skyrim. Bethesda Game Studios. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. To the time after Oblivion opened. When the sons of Skyrim would spill their own blood. No one wanted to believe they even existed. And when the truth finally dawns, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Stutter!
Elder Scrolls 5 Skyrim am 11.11.11. Cooles Datum. Von Bethesda. Das Spiel, was ich selber nicht sehr mag und wenig gespielt habe, ist Nummer 3, die Sims 4. Fast jeder kennt das, fast niemand hat's gespielt. Ich war großzügig. Der zweite Platz ist für Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Etwas neues, älteres Spiel, aber man kann sich auch dort ein bisschen ausruhen, auch wenn man dort viel aufs Maul schlagen soll. Aber ansonsten ein ganz gutes Spiel. Es sind dunkle Zeiten. Schwarze Reiter bedrohen sogar das Auenland. Die Gemeinschaft beginnt ihre Reise in Richtung Osten. Aber nun erhebt sich eine neue Bedrohung im Norden. Deshalb musst du nach Norden ziehen. Zuerst nach Bree, um Aragorn zu warnen. Dann nach Bruchtal, um Elrods Rat einzuholen. In das Nebelgebirge und den Düsterwald, wo sich Saurons Streitkräfte sammeln. Und während sich die Gemeinschaft durch die Tiefen von Khazad-dûm und über die Ebenen von Rohan kämpft, führt dich dein Weg zum mächtigen Gundabad und sogar bis Khan-dûm. Für das Wohl Mittelerdes möge dich die Reise zum Sieg führen. Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Von 2011 raus, also schon viele Jahre um. 4 Jahre, mein Gott. Nummer 1, wer hätte das gedacht? Das war doch sicher. Das ist Minecraft. Ein Bestseller in vielen, Kategorien. Das Spiel ist bewundernswert. Und es aus Blöcken. Where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night. Rain or shine, because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle, invent a new machine,
or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft. And fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do. With no rules to follow, this adventure, it's up to you. Minecraft. Hat euch das Video gefallen, dann gebt einen Daumen nach hoch. Hat euch das Video nicht gefallen, gebt einen Daumen nach hoch. Es gibt eben keine Wahl. Tschüss mit euch, Amoseli.